Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung der 18. Etappe vom Giro d'Italia 2021. Die Etappe von heute bestand aus 231 Kilometern und damit war die auch die längste Etappe vom diesen Giro d'Italia 2021. Die Etappe ging durch Rovereto und Trentino. Und das Besondere an dieser Etappe waren die letzten 30 Kilometer, da es mehrere Mauern gab. Es dauerte knapp 40 Kilometer, bis sich eine 23-Fahrer starke Spitzengruppe aus dem Feld lösen konnte. Die stärksten Fahrer aus dieser Gruppe waren Alberto Bettiol, Remy Cavagna, Niklas Arndt, Patrick Bevin, Koka Itagire und Diego Ulisi. Das Feld ließ die Spitzenreiter gewähren und handelte sich unter der Führung von Ineos Grenadier bis zum Ziel einen Rückstand von 23 Minuten und 30 Sekunden ein. Die erste Sprintwertung wurde von Vermeersch gewonnen. Knapp 30 Kilometer vor dem Ziel eröffnete Zana und Battistella das auf hügeligen Terrain ausgestreckte Finale mit einer Attacke, die jedoch kurz darauf von Dent neutralisiert wurde. Anschließend setzte sich Oldani, Bevin, Bettiol, Roach, Itagire und Mosca ab. Die Lücke wurde jedoch von Richardse und Cataldo geschlossen. Nach dem Zusammenschluss nutzte Cavagna einen ruhigen Moment, um knapp 25 Kilometer vor dem Ziel seine Attacke zu starten. Schnell baute der Franzose seinen Vorsprung auf bis zu 30 Sekunden aus und sicherte sich die Bergwertung. Dabei profitierte er auch von der Uneinigkeit der Verfolger. Am vorletzten Anstieg des Tages, 14 Kilometer vor dem Ziel, setzte sich Bettiol aus der Verfolgergruppe ab und machte sich auf die Verfolgung von Cavagna. Roach versuchte ihm zu folgen, konnte aber erst in dem folgenden Abfahrt ausschließen. Cavagna sicherte sich auch die 3 Bonussekunden am zweiten Zwischensprint des Tages. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bettiol seinen Rückstand schon auf 15 Sekunden reduziert. An der 2 Kilometer langen letzten Welle stellte Bettiol erst Roach ab und fuhr dann zu Cavagna vor. Kurz vor dem Gipfel, 6 Kilometer vor dem Ziel, schüttelte Bettiol mit einer letzten Anstrengung auch Cavagna ab, der daraufhin komplett einbrach. Bettiol fuhr die letzten Kilometer einem ungefährten Solosieg entgegen. Dahinter wehrte sich Roach gegen eine kleine Verfolgergruppe um Arndt, wurde aber auf den letzten Kilometer noch von dem hereineilenden Consoni gestellt. Arndt gewann hinter Roach den Sprint der Verfolgergruppe. Das Feld mit allen Favoriten rollte später geschlossen ins Ziel. Und hier sehen wir die Top 10 der Etappe. Erster wurde Bettiol, zweiter Consoni, dritter Roach, vierter Arndt, fünfter Ulisi, sechster Battistella, siebter Zana, achter Destafzion, neunter Cavagna und zehnter Mosca. Und hier sehen wir die Gesamtwertung mit kaum Veränderungen, nur eine, und die ist, dass San Martin jetzt zehnter ist, da leider gestern Nizzolo das Rennen aufgeben musste wegen seinem Sturz. Und hier sehen wir jetzt die Punktewertung, die ich auch noch nie gezeigt hatte, wo Peter Sagan der Leader ist mit 135 Punkten vor Cimolai, der 113 Punkte hat. Und hier sehen wir auch noch die Bergwertung, wo Geoffrey Bouchard der Leader ist mit 180 Punkten, gefolgt von Egan Bernal mit 109 Punkten. Und hier sehen wir das Profil der Etappe von morgen, eine bergige Etappe mit einem Anstieg der vierten Kategorie, dann einen anderen Anstieg der dritten Kategorie und dann noch der letzte Anstieg, der fast 10 Kilometer lang ist und der immer Rampen von 9 und 10% hat und die maximale Rampe ist von 14%. Und so, das war's jetzt mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns morgen mit der Zusammenfassung der 19. Etappe. Mach's gut!